So. Es geht los mit dem Vortrag. Ray und MH haben einen nächsten Talk, einen nächsten Vortrag über das Lockpicking, also über das Schlösserknacken. Dieses Mal geht es um Bluetooth-Schlössern in Hotels. Großer Applaus für Ray und MH. Hey. This is not Hacker Jeopardy, but thank you. Das ist nicht Hacker Jeopardy, aber vielen Dank. Ja, vielen Dank. A short raise of hands did already lockpick. Wer hat denn schon mal Lockpicking betrieben? Und wer hat das mit Bluetooth-Schlössern gemacht? Perfectly right here. Also dann seid ihr hier komplett richtig. Wir zeigen euch, wie man damit anfangen kann und es ist sehr interessant. Wer sind wir? Für die Leute, die uns nicht kennen, Ray ist ein Sicherheitsforscher, er ist Lockpicker, ist interessiert an Technologie aller Art und offensichtlich hat er zu viele Nächte im Hotel verbracht. Und ich bin Michael, ich bin ein Schlosser-Nerd. Ich sammle Schlösser und als ich noch jung war, waren die halt alle mechanisch. Wir haben die Sportsfreunde der Sperrtechnik gegründet. Wir sind übrigens auch hier vertreten, wir haben einen Village. Aber alle neue Schlösser wurden dann halt elektronisch und ich wurde Elektroingenieur und habe eigentlich da dasselbe gemacht und das hat mich dann zu Bluetooth geführt. Wir haben diese Präsentation schon im Frühjahr gehalten in Vegas, aber wir waren ein bisschen, ja, heute mit Media CCC haben wir hoffentlich einen besseren Provider, welcher die Präsentation in die weite Welt streamen kann. Um was geht es denn heute? Es geht heute um Smart Devices, um smarte Geräte, die zum Beispiel mit Bluetooth Low Energy funktionieren. Und wir zeigen euch, wie man die hacken kann und wie man die auch baut mit einer Batterie. Und Hotel Systems, which is a new thing we discovered here. Wie wir damit zu den Hotelsystemen gekommen sind. Also zuerst eine kurze Einführung in Bluetooth Low Energy. Wie funktioniert sowas? Wie kann man das analysieren? Und am Ende erzählen wir noch etwas, wie genauer, was wir mit dem Hersteller des Hotel-Schließsystems gemacht haben. Ja. Wie funktioniert so ein Bluetooth-Schloss? Man hat ein Schloss, das ist kommuniziert mit dem Smartphone über Bluetooth LA. Und natürlich ist das aber auch irgendwie mit einem Backend in der Cloud verbunden, im Internet, wo es mit HTTP oder HTTPS kommuniziert. Die möglichen Angriffspunkte wären zum Beispiel die Hardware, das Schloss selber, man hat Elektronik, man kann Firmware auslesen, man kann Seitenkanalattacken machen, Stromverbrauchsanalyse. Manchmal kann man auch den Flash lesen oder schreiben, sogar ohne das Schloss öffnen zu müssen. Oder die Mechanik attackieren, darauf hämmern oder ähnliches mit Magneten. Das Smartphone, damit seid ihr wahrscheinlich vertraut. Da gibt es verschiedene Attacken, Angriffe, die möglich sind. Und natürlich kann man auch im Internet die API, diesen Webservice versuchen anzugreifen. Die API hat wahrscheinlich irgendwo Schwächen, Verwundbarkeiten. Vielleicht hat sie gar keine Authentifizierung oder schwache Authentifizierung, kaputte Authentifizierung. Und also hier geht es jetzt ein bisschen weniger um dieses Ende des Ökosystems. Aber wir starten jetzt mal an mit den Verbindungen. Wir haben da Bluetooth Low Energy, wir haben die Verbindung zum Internet. Und beide diese Verbindungen kann man natürlich abhören. Man kann in der Mitte oder Maschine in der Mitte machen und man kann versuchen, eine der beiden Seiten quasi vorzutäuschen. Und meistens ist dann das System irgendwo angreifbar. Ganz kurz zu Bluetooth Low Energy. Das wurde
als billige Alternative zum klassischen Bluetooth designt. Es ist ein Teil von Bluetooth 4.0. Es gibt schon eine Weile. Und Leute, die klassisches Bluetooth kennen, es ist ziemlich anders. Was kann man damit machen? Meistens sind es sogenannte IoT-Devices. Und meistens haben die dann aber keine eigene IP-Adresse, sondern zum Beispiel sowas wie smarte Lampen, eben Schlösser, Sexspielzeuge und so weiter. Und wie steht es um die Sicherheit von Bluetooth LE? Eines der ersten Papers, das ich darüber gesehen habe, hieß: Mit wenig Energie kommt auch wenig Sicherheit. Und es ist eigentlich so wahr, ja. Es gibt zwar solche, die Elliptic Curve benutzen, aber das ist nicht der Regelfall. Also die Applikation muss schlussendlich die Sicherheit gewährleisten. Wie kann man denn jetzt Verwundbarkeiten suchen? Wir suchen jetzt das BLE genauer an. Zuerst muss man selber ein Gerät haben, die App installieren, selber analysieren, wie das mit dem Schloss kommuniziert. In Android gibt es da eine einfache Option. Man kann den Debug-Mode einschalten und das HCI Snooplock einschalten. Das schreibt dann ein Pickup-File mit den Bluetooth-Daten auf euer Filesystem. Es gibt etwas Ähnliches für iOS. Da muss man ein Debug-Zertifikat beantragen von Apple. Das ist dann ein paar Tage gültig. Und dann kann man die App einfach starten, wie man das normalerweise tun würde. Und dann lockt es das im Hintergrund. Und ich würde euch empfehlen, schreibt euch auch immer gerade dazu, um welche Zeit ihr was gemacht habt. Das ist danach viel einfacher, um mit dem Logfile etwas zu korrelieren. Und am Schluss holt ihr halt das Logfile vom Telefon, ladet das runter und öffnet das in Wireshark. Wireshark kennen wahrscheinlich die meisten. Und ja, man hat einen Sender, einen Empfänger, man hat diesen Bluetooth-Protokoll-Stack. Und der interessante Teil ist dann, welche Daten auf welches Bluetooth-Handle gesendet werden. Das ist, was man mit dem eigenen Gerät machen kann. Aber wenn man ein anderes System angreifen will, oder ob das angreifbar wäre, dann muss man Bluetooth LE einfach mithören aus der Luft. Das ist relativ einfach, weil es nur 3 Funkkanäle gibt, auf denen das funkt. Und es gibt günstige Geräte ab $25, welche sniffen können. Die meisten davon unterstützen eine Wireshark Live-Ansicht. Das heißt, man kriegt dann quasi einen Live-Datenstrom in den Wireshark. Der Nachteil, man hat nur einen Advertising-Kanal und wenn ihr keine Standard-Hopping-Sequenz habt, dann verpasst ihr wahrscheinlich den Anfang. Also es geht im Prinzip, aber wenn ihr was Zuverlässiges möchtet, dann gibt es Beetle Jack von Daniel Kockel. Es ist quasi eine Firmware für günstige Bluetooth LE USB-Geräte, die ihr auf der Folie seht. Und das unterstützt 3 Geräte, wenn man alles auf verschiedene Kanäle einstellt, dann könnt ihr ziemlich zuverlässig die verschiedenen Verbindungen mithören. Diese Tools können dann auch mehr als Sniffing, sie können auch eine Verbindung hijacken. Und wenn man das halt mal aufsetzt, ich habe das ein bisschen auf einem unorthodoxen Art aufgemacht, das ist ein bisschen ein anderes Setup. Wenn man das jetzt zum Beispiel batteriebetrieben macht, könnte man das in einen Rauchmelder oder ähnliches einbauen und einfach mal ein paar Stunden mithören lassen. Es gibt auch ein neues Tool, das heißt Mirage. Der Entwickler hat die anderen Tools quasi genommen und versucht daraus etwas Besseres zu machen. Es kann
so was wie Man in the Middle. Es ist sehr umfangreich, aber es ist, ist auch sehr komplex. Zum Starten würden wir euch das Beetlejuice empfehlen. Und wenn ihr nicht weiterkommt, dann könnt ihr Mirage nehmen. Jetzt wissen wir, wie wir das mit dem Bluetooth-Layer machen können. Aber jetzt schauen wir uns mal den Backend-Link an. Normalerweise ist es TLS verschlüsselt. Es gibt nur noch wenige Apps, die nur HTTP. Aber wenn man das selber einfach ein so dass man seinen Verkehr umleiten kann. HTTPS-Traffic ansehen. Das ist bei anderen Leuten, das kann man bloß bei sich selber machen, wenn man dort CA-Zertifikate installieren kann. Und ich würde euch vorschlagen, macht das mal mit ein paar Apps, das ist sehr interessant. Das ist relativ einfach auf iOS, man installiert es und sagt, dass es vertrauenswürdig ist. Auf Android ging das auch ganz einfach, aber mit 7 nicht, weil Apps nicht mehr den Certificate Store vom nutzen, sondern muss es dann entweder booten oder man kann die App modifizieren, sodass die Systemzertifikat auf einem nicht gerouteten Telefon. Normalerweise funktioniert das, aber es gibt ein paar Apps, die das versuchen zu verhindern mit Keypinning. Und Mike erzählt euch was dazu über. Hier hatten wir ein Konferenzhotel in Vegas und das hier ist passiert. Die App sagt dir freundlicherweise sogar, was falsch ist, nämlich dass das Zertifikat-Pinning fehlgeschlagen ist. Diese App sagt, wir können dem Gerät nicht vertrauen, wir müssen das Zertifikat selber checken. Und normalerweise ist das das Ende der Analyse. Man kann das auf verschiedene Weisen angehen, zum Beispiel normalerweise gibt es mehr als eine App und probier einfach mal die andere. Und häufig tut es eine der beiden Apps nicht. Oder bei Android kann man häufig auch eine ältere Version der Android-App bekommen, die das vielleicht nicht tut. Aber falls das nicht funktioniert, kann man die App modifizieren und neu signieren. Dann schauen wir uns später noch an, was man da modifizieren kann. Dazu benutzen wir ein Tool namens Frida. For mobile application. Das ist für Mobilanwendungsentwickler ein bisschen macht einem Angst, weil man kann da ziemlich viel ändern. Es gibt da gute Tutorials im Internet, was man mit Frida machen kann. Wenn man ein geroutete Android-Device hat, dann muss man hier so einen Server laufen lassen. Dann benutzt man Objection. Zum Beispiel hier die Masterlock BLE App und dann sagt man Android SSL Pinning Disable und dann passiert das. Wenn nicht, wenn Objection nicht funktioniert, dann muss man die App analysieren und schaut sich das JavaScript-File an. Und da sieht man, wie die Check-Methode überladen wird von der HTTP-Framework und dann returnt es einfach und so haben wir wie das einfach returnt und dann non-encrypted traffic. Ja, dann sehen wir den nicht verschlüsselten Traffic. Und jetzt nochmal eine Nachricht an die Hersteller. Ja, TLS-Pinning ist hilfreich, falls der User
einen falschen CA installiert hat, aber letzten Endes für die Leute, die das analysieren, macht das keinen großen Unterschied. Also sobald das funktioniert, gibt es hier verschiedene Tools, zum Beispiel die Mittenproxy-Tool auf Unix, Charles-Proxy für Mac, Burp und so weiter, Fiddler. Hier ist zum Beispiel ein Mittenproxy-Beispiel. Hier sieht man ein bisschen den Fluss der Nachrichten. Wenn man ein bisschen genauer reinschaut, dann sieht man die dekodierten Nachrichten. Und hier seht ihr auch ein Beispiel, wo wir noch später mal zu kommen. Ein kleiner Hinweis für euch. Nehmt genau das, sobald ihr das System das erstmal startet, weil man sonst ein paar Events verpasst. Zum Beispiel irgendwas mit Software-Updates oder Firmware-Updates. Es ist auch gut, ein altes Android-Gerät zu haben, geroutet, nur dafür. Jetzt, wo wir wissen, wie wir die Daten bekommen, schauen wir uns an, wie wir sie analysieren. Zum Beispiel haben wir hier ein Beispiel mitgebracht, so ein kleines Schloss. Es ist mechanisch nicht sicher, aber man kann wahrscheinlich einfach reinbeißen und es geht kaputt. Aber es ist billig und kriegt es von Alibaba oder Amazon und es ist ein kleines Puzzle. Interessanterweise hat diese Firma noch andere Lok, noch andere Schlösser. Sie machen zum Beispiel die Bike-Sharing-Systeme hier auf dem Camp. Es gibt also genau dieses Schloss auch als Fahrradschloss oder anderen Schlössern. Also es ist einfach integriert in zum Beispiel in diese E-Roller. Also es ist so ein bisschen interessant, hier in dieses System reinzuschauen. Aber denkt dran, die Firma hat das inzwischen verbessert. Die unverschlüsselten Daten mitgeschnitten worden sind, konnte man einfach das Passwort sehen. Wenn man genau hinschaut, sieht man hier vom Backend-Server zur Applikation auch 16 Bytes sehen, namens Lockkey, also Schlüsselschloss. Und das könnte jetzt ein AES-128-Schlüssel sein, was ein Verschlüsselungsalgorithmus ist, der in vielen Systemen genutzt wird. Und jetzt sehen wir hier einen Traffic zwischen dem Gerät und dem Schloss. Am Anfang sah das zufällig aus, aber als wir das einfach mal probiert haben, die AES-128 Electronic Cookbook Decryption benutzt haben, dann sieht das nicht mehr so zufällig aus. Also das ist jetzt nicht mehr verschlüsselt. Also haben wir den richtigen Weg gefunden, um das zu entschlüsseln. Was machen wir jetzt? Wie finden wir jetzt mehr darüber raus? Um das jetzt zu analysieren, schauen wir uns das Log an und was passiert, wenn wir das Schloss mehrmals öffnen oder schließen. Und dann schauen wir uns die Bytes an, die sich ändern. Dann finden wir ein bisschen raus, was für Muster es da gibt. Hier gibt es eine Sitzungsnummer. Manchmal ist sie 4 Byte, manchmal 3 Byte. Das ist immer die gleiche. Dann ist das hier einfach ein Beispiel, wo man das Protokoll daran erkennen kann, indem man ihm einfach lange genug zuschaut. Hier sieht man eine Replay Protection, also eine zufällige Zahl, die von dem Schloss
generiert wird, die jede Sitzung geändert wird. Aber die ändert sich jede Sitzung, aber innerhalb der Sitzung ändert es sich nicht. Das heißt, wenn man innerhalb der gleichen Sitzung wieder drin ist, dann kann man einfach die Pakete wieder replayen. Nachdem man das jetzt analysiert hat, was macht man jetzt? Man könnte jetzt Software schreiben, welche die Applikation nachahmt. Und da gibt es BluePy und da kann man dann die Applikation modifizieren und schauen, was passiert, wenn wir es ein bisschen anders machen. Macht das Schloss das immer noch mit oder lehnt das die Versuche dann ab? Und da haben wir jetzt keine offensichtlichen Schwachstellen gefunden, außer dass wenn wir den, falls man den geheimen Schlüssel shared, dass es dann ein Problem gibt. Und natürlich möchte man auch das Gesamtsystem anschauen. Wenn man das jetzt zum Beispiel in Scooter einbaut, dann ist der Schlüssel auch verschieden für alle verschiedenen Scooter? Oder gibt es Back und einem vielleicht Schlüssel anderer Schlösser? Naja. Ja, das war ein Protokoll, das nicht so schwierig war zum Verstehen. Aber was ist denn, wenn das Protokoll absolut keinen Sinn ergibt? Der nächste Schritt könnte sein, die Applikation versuchen zu reverse-engineeren. Das ist je nachdem in einigen Ländern illegal, also prüft das zuerst. Man kann, wenn man etwas dekompiliert, dann kriegt man halt den quasi den Quelltext und für Android ist das halt Java und manchmal häufig Java, aber es gibt auch nativen Code und es gibt dann Code, mit welchem man das wieder erneut kompilieren kann. Viele können vielleicht IDEA, für iOS ist das anders, ähnlich, aber man muss zuerst die Applikation in einer entschlüsselten Form kriegen. Wenn ihr das habt, dann sucht man quasi für Anker, also für Android, für Bluetooth. Also wenn ihr irgendwas seht, das Bluetooth Get oder Set so heißt, dann sind das die Orte, wo das geschrieben und gelesen wird. Dann könnt ihr suchen nach AES, Key oder ähnlichem. Dann seht ihr vielleicht etwas, was so aussieht. 1, 2, 3, 4, 5. Das könnt ihr, ja, vielleicht solltet ihr euch das genauer anschauen. Und etwas, was oft passiert, ist, dass die App verschleiert ist und dann sieht sie irgendwie aus wie 10.001 und das ist dann halt schwierig zum Lesen. Aber man mit den passenden Tools macht halt alles wieder ein bisschen einfacher. Wenn man zum Beispiel das sieht, da ist ein Array, da ist 0, dann ist vielleicht, ja, kann man das, ja, man muss halt den richtigen Anker finden und dann findet man so heraus, was ist. Und unsere Meinung zur Verschleierung, es macht zwar alles schwieriger für Leute, welche halt Responsible Disclosure machen, aber Kriminelle hindert das eigentlich nicht am Reverse Engineeren. Also macht das nicht, macht ein richtiges Sicherheitsprotokoll, dann müsst ihr es auch nicht verschleiern und verstecken. So, was haben die denn jetzt gefunden? Ich fasse nochmal kurz zusammen, was schon publiziert wurde. Ein Beispiel, das ihr selber ausprobieren, ist so ein billiges Vorhängeschloss von dieser Firma.
da wird der Passcode quasi im Klartext übermittelt. Wir gehen mal davon aus, dass der Hersteller weiß, dass er keine Verschlüsselung nutzt. So haben wir nicht informiert. Wenn man jetzt einen Key mitliest aus der Luft, dann kann man den einfach erneut replayen und kann quasi jeden Schloss. Okay. Alle Schlösser öffnen. Es gab eine Präsentation an der DEFCON vor ein paar Jahren von Robert Ramney und sie haben 16 Schlösser getestet und 12 hatten Wundbarkeiten in diesem Stil. Man konnte zum Beispiel eben Replay-Attacken führen und so weiter. Und 14 davon waren Vorhängeschlösser und nur 2 davon gingen nicht kaputt. Das erste war von der Firma Masterlock. Damit haben wir ein bisschen rumgespielt. Wir haben eine ähnliche Attacke auf einem anderen Schloss gehabt, aber mit jetzt haben wir so ein antikes Tool genutzt, das heißt Magnet. Das, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Und wir versuchen mit dem Motor einfach die Polarität des Motors zu ändern und so den Motor zu rotieren, ohne dass er wirklich eingeschaltet ist. Und das $80 teure Vorhängeschloss geht auf. So, das war ganz einfach, aber nicht so Bluetooth Lockpicking. Das zweite, das ist, also dieses Schloss, sucht einfach Lockpicking in IoT und dann findet ihr die alte Präsentation, wenn es euch interessiert. Die Noki waren die ersten Bluetooth Vorhängeschlösser, die es gab. Und also was ich euch jetzt zeige, gilt für die alte Version. Inzwischen ist das gefixt. Das neue haben wir uns noch nicht genauer angeschaut. Dieses Noki hat AS128 benutzt und es hat auch verschiedene Schlüssel benutzt für euch oder für eure Freunde. Aber die Zeitrestriktionen waren nur in der App gelöst. Das ist die erste große Schwachstelle. Und das zweite ist, sie haben individuelle Session Keys für jede Session benutzt, aber diese Session Keys wurden auf eine unsichere Art generiert. Das war halt Security by Obscurity und mit einem Disassembler haben wir dann herausgefunden, wie dieses Protokoll funktioniert. Das ist ziemlich einfach, es sendet eine Nonce und ein 1, 2, 3, 4, 5 Schlüssel und das wird dann in die Mitte von diesem Pre-Share Key hineingepackt und damit wurde dann der neue Session Key generiert, um das Schloss zu öffnen. Also wenn man das halt mal herausgefunden hat, dann war es ziemlich einfach, die Verschlüsselung zu knacken. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil, die Hotelschlösser. Vorher hatten wir eher so Vorhangeschlösser oder einfachere Sachen und jetzt machen wir das mal so im realen Leben. Warum machen wir das? Ja, also warum machen Hotels das? Das ist ganz einfach, man kann Self-Check-In machen, man spart Personal und man muss halt nicht mehr an der Rezeption vorbei. Das sind ja weniger Leute, die man braucht. Ist vielleicht praktisch für, wenn es lange Warteschlangen hat, dass man halt direkt ins Zimmer gehen kann. Was sind denn die Herausforderungen? Das ist nicht euer Schloss. Also ihr könnt nicht euch offiziell damit verbinden. Diese Hotels, also die Schlösser sind wahrscheinlich alt und wurde wahrscheinlich etwas Retrofitting gemacht.
Wahrscheinlich haben die nicht die modernsten Kryptochips. Und das ist ein ziemlich komplexes Ökosystem von den Buchungsplattformen, vom Hotel selber und so weiter, dass man irgendwie managen muss. So, wie funktioniert das? Normalerweise bucht ihr euer Hotelzimmer und die Buchung ist dann irgendwie auf einem Account registriert. Und wir haben halt herausgefunden, dass zum Beispiel ja, Booking-Nummern als aufsteigende Nummern generiert wurden unter meinem Namen und so konnte man das relativ einfach nachbauen. Ja, das normalerweise nimmt man, also wir haben einen relativ einfachen Proxy genommen, um das Logo zu ersetzen und hier haben wir jetzt den normalen Use Case gezeigt und wir haben das in zwei Hotels probiert, nennen wir es Hotel H. Da haben wir Systeme gefunden, die wir nicht knacken konnten. Wir haben die analysiert und gesehen, dass es richtige Krypto nutzt. Aus unserer Perspektive sieht das so aus, dass der Hersteller einen geheimen Schlüssel hat, welchen der Benutzer nie sehen wird. Und dann gibt es unseren Schlüssel und eine verschlüsselte Version, die nennen wir K-Stern. Jetzt sendet die App zum Schloss den K-Stern und das Schloss nutzt nun KS, um K-Stern ins K zu entschlüsseln. Jetzt ist der K bekannt und so kann man verschlüsselt kommunizieren. Wir haben keine direkten Attackmöglichkeiten gefunden und ja, man müsste jetzt halt weitermachen mit Firmware-Dumps und das will man halt nicht unbedingt im Hotel probieren. Wir haben nicht weiter experimentiert, weil aus irgendeinem Grund das System nach unserem ersten Tag nicht mehr funktioniert hat. Wir wissen nicht, woran es lag. Also haben wir ein anderes Hotel probiert. Es ist eher so ein 4-Stern-Hotel. Und man kann die App quasi überall benutzen, wo man den normalen Schlüssel auch benutzen könnte. Also wenn ich meine Buchung zu meiner App verbinde, dann fände ich sowas, das heißt Mobile Key, es ist ein Array von vielen Bytes. Ich habe die meisten zensiert, sind etwa 40 Byte. Im BLA-Verkehr sieht man dann alle diese Bytes auch unverschlüsselt in der Luft. Ja, das sieht nicht so gut aus. Ist das eine Replay-Attacke? Und dann habe ich das genau angeschaut und nein, das ist ein Teil des Handshakes. Und nach so einer 4-Byte-Signatur wird einfach der gesamte Key übertragen. Das sieht nicht so gut aus. Aber zuerst müssen wir schauen, was die anderen Bytes machen. Genau, dann haben wir das gleiche Ding nochmal gemacht. Wir haben wieder uns mehrere Sitzungen angeschaut, haben das alles aufgezeichnet. Dann haben wir am Ende was gefunden, was sich ändert. 32 Bits. Wir dachten, das könnte eine Nonce sein und das andere eine CRC. Bei den ersten drei Nachrichten hatten wir recht. You will find tools to reverse engineer CRCs. Es gibt Tools, die solche CRCs reversen. Wir haben jetzt einfach ein Python-Skript benutzt, um viele CRCs auszuprobieren. Da gibt es so einen XOR-Wert, der sich ändern kann. Richtungen können sich ändern und so weiter. Das haben wir eigentlich nur gebrute-forced. Ja, das haben wir einfach versucht und dann haben wir es gefunden. Mit dem das richtige Polynom gefunden. Dann haben wir den Seed auch gefunden, der war konstant im gleichen Hotel. Das war der Wert SC konstant innerhalb des gleichen Hotels. Das heißt, wir wussten, wie wir die ersten drei Nachrichten bauen können. Da brauchen wir als Seed immer die letzte CRC. Aber in der Mitte haben wir zwei Bytes gefunden, die
ein bisschen komplizierter waren. Da gab es immer 6 Bytes, die 0 waren und dann 2 Bytes, die sich immer geändert haben. Dann haben wir ein bisschen damit rumgespielt. Dann haben wir, da waren ein paar Werte, mit denen wir rumspielen konnten. Und dann sah das in etwa so wie das hier aus. Dann war es immer die Wert von den vorherigen Berechnungen. Und das hat dann den CRC-Wert der realen Anwendung übertragen. Wir wussten dann, wie wir das selber bauen können. Das war ein großer Durchbruch für das Projekt. Wir haben wieder ein Python-Skript geschrieben mit BluePy, was die CRCs gehandhabt hat und so weiter. Natürlich brauchten wir wieder einen Schlüssel. Also seht ihr hier unsere Abhörattacke. Wir haben das innerhalb des Zimmers gemacht, um die Zimmernachbarn zu verwirren. Aber da seht ihr jetzt die eigentliche Übertragung. Da sieht man auf dem Laptop-Screen die Schlüsseldaten. Dann haben wir das in unser Python-Skript getan. Dann habe ich das gesagt, machen wir das doch mal. Bin ich mal in ein Hacker-Outfit gegangen und geschaut. Ja, dann nutzen wir mal die gesniffte Daten und dann sehen wir, dann sind wir einfach in den Raum reingegangen und das hat funktioniert. Wir sind dann einfach in die 37. Stockwerk eines Luxushotels gekommen. So much for Chinese padlocks. So viel zum Thema chinesische Vorhängeschlösser. So, dann haben wir jetzt ein paar andere Sachen gemacht. MK hat ein Skript geschrieben und wir wollten herausfinden, wie groß ist dieses Problem. Wir haben im Hotel geschaut und da haben wir gesehen, dass die BLL-Namen relativ einfach nachzuprüfen sind. Es war einfach Base64 encodiert und es gibt in anderen Hotels auch einfachere Variation von diesem Protokoll. Das heißt, es hat uns gesagt, das ist ein größeres Problem. Das heißt, der Hersteller dieser Schlösser ist eine deutsche Firma und die haben vielleicht so 2000 Deployments in Hotels. Und dieses System ist aber nicht überall. Und das liegt daran, dass sie es noch gerade erst ausrollen und in den 5-Sterne-Hotels ist es auch noch nicht drin, weil da wollen sie anscheinend sowas nicht haben. Das ist ganz interessant, weil das kann man in realen Angriffen benutzen. Also wo kann man das benutzen? Naja, das Problem ist, man muss tatsächlich neben dem Schloss sein, um das zu sniffen. Zum Beispiel im Fitness Center könnte man einfach vielleicht in einem Mülleimer tun. Und dort kann man dann den Sniffer reintun. Ja, da hat das aber irgendwie nicht funktioniert. Aber es gibt noch was Besseres, nämlich den Lift. Und im Lift kann man ganz einfach drin sein mit einem Rucksack und jeder nutzt dort seine Schlüssel. Und wenn man den Simulator-Skript benutzt, dann versucht einfach jeder, sich mit deinem Laptop zu verbinden, weil es so aussieht wie der Aufzug. Und dann können wir natürlich den Schlüssel dumpen für schöne Benutzung.
So, das war natürlich sehr schön. Wie geben wir das jetzt dem Hersteller weiter? Ja, wir haben uns bei einem Hersteller gemeldet und wir kriegen eine Antwort. Wir haben technische Details denen gesendet. Die erste Reaktion war, das sieht interessant aus, aber es kann ja nicht funktionieren so. Und dann haben wir eine ziemlich spezifische Mail geschrieben, haben gesagt, glaub mir, wir haben das wirklich in einem richtigen Hotel probiert. Und dann ging das dann alles ziemlich schnell. Sie wehrten sich nicht, sie haben ja gut mitgearbeitet. Aber ja, wie ist denn das jetzt mit dem Update? Ja, das Schwierige daran ist, dass man halt so ein gesamtes Hotel, ein ganzes Ökosystem updaten muss. Und das geht dann halt nicht einfach so remote. In einigen Hotels muss man von Tür zu Tür laufen und das mit einem zum Beispiel Infrarotgerät oder ähnlichem updaten. Und je nachdem muss man dann halt auch die Android-Apps oder die iOS-App noch updaten und ja, je nachdem muss es auch für alte, neue Schlösser kompatibel sein. Und wir wollten das, also solange man noch normale Keycards nutzen kann, ist das, ja, also es ist noch relativ neu und wir dachten, es ist in Ordnung, dass man noch ein bisschen wartet mit der Verschlüsselung, mit der Veröffentlichung. Und also wir hatten, ja, es gibt ein anderes Problem, also der App-Hersteller ist halt ein anderer Hersteller als der Schlosshersteller oder die Hotels und die haben jetzt halt leider erst vor 2 Wochen davon erfahren. Das war ein bisschen dumm gelaufen. Und ja, scheinbar soll das circa jetzt starten, Ende August. Der Update-Prozess, wir haben noch nichts Konkretes gehört, aber wir denken, dass es gut kommt, gut wird. Was solltet ihr jetzt mitnehmen aus dieser Präsentation? Bluetooth Low Barely ist nicht einfach um mitzuhören. Mit einfachen Tools. Und wenn ihr das mal, also geht jetzt nicht an euch, sondern eher an die Hersteller, macht sichere Protokolle, versucht nicht irgendwelche Obfuscation und ähnliches, weil man will es trotzdem rauskriegen. Macht keine komischen Annahmen. Und was wir gelernt haben, BLE wird nicht mehr nur in Spielzeugen genutzt, sondern es geht jetzt in die richtige Welt, eben in Hotels und ist nicht mehr nur irgendwie eine Uhr oder der Kühlschrank. Und wenn es euch mehr interessiert, dann findet ihr unsere Slides online und an vielen Orten, wo ihr blauen Text gesehen habt, das sind Links mit mehr Informationen. Und wir haben jetzt noch 2,7 Minuten Zeit für Fragen. Yes, we do have some. So, wir haben Zeit für ein paar Fragen, also hebt eure Hände, respektive, läuft zum Mikrofon. Und übrigens, wenn ihr Feedback zur Übersetzung habt, dann könnt ihr das unter Twitter abgeben, unter dem Hashtag C3T oder wir sind mit dem Handle @C3Lingo erreichbar. So, es kommt nun die erste Frage. Kommt vielleicht doch keine Frage? Hi Ray, I'm Michael. Ich bin Michael. Meine Frage, es geht um andere Transporte, zum Beispiel NFC, RFID, wird das in Hotels benutzt, in diesen Schlössern? Yes. RFID ist der Standardweg, das zu tun. Das haben wir jetzt nicht direkt gesehen, aber es gab Bluetooth
Systeme gesehen, wo man den Handy, das Handy direkt an das Schloss halten müssen, um die Tür zu öffnen. Aber ja, das haben wir uns jetzt nicht weiter angeschaut. Bluetooth ist häufig in unseren Smartphones. Das heißt, das ist jetzt die Technologie, die alle benutzen. Früher haben sie Magnetstreif-Technologie benutzt, aber auch RFID. Thanks a lot for this answer. Do we have another question? Yes, up there. Go ahead. Gibt es Bluetooth-Schlösser, welche zuerst ein Pairing machen? Das haben wir nicht gesehen und es wäre ziemlich unkomfortabel, weil man so viel Zeit damit verbringen müsste, weil alle Schlosssysteme häufig unencrypted link layer and irgendwelche unverschlüsselten Link Layer benutzen und alles andere benutzen sie auf dem Application Layer. Das einzige Hochsicherheitsgerät, was ich dieser Art gefunden habe, war so ein Gepäck-Tag einfach. Danke für die Antwort. Gibt es mehr Fragen? I don't think that is the case. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. No questions on the internet. Okay. Fragen aus dem Internet. On the internet of things. Gibt es Fragen aus dem IoT? Dann vielen Dank und viel Spaß beim Hacken solcher Dinge.